Meyer. Diesen Worten bereit. Hier ist der Teufel, wir haben da mal drauf gedrückt oder sowas ähnliches. Das könnte der Teufel sein. Und was wir hier sehen, das ist jetzt die mumifizierte Leiche von einem Maurer, der hier daran gearbeitet hat, das Gebäude aufzubauen, und irgendwie ist er nicht mehr rausgekommen. Ja, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt hier im Panoptikum, hier im Valentinsmuseum. Ich glaube, das kennt ja jeder, braucht man eigentlich nicht zeigen. Ich war natürlich schon 100 Mal hier. Aber jetzt bin ich gerade unterwegs und gehe ins Café, um mir irgendeinen Kaffee und einen Kuchen zu leisten, und laufe hier noch einmal durch. Also wer es nicht kennt, es ist für jeden ein Erlebnis. Valentinmuseum ist genial. Es sind ja ein paar Sachen da mit Kopfhörern. Da kann man den Valentin noch im Original hören. Man sieht auch hier noch ein paar Schwarz-Weiß-Videos. Also Valentinmuseum ist wirklich empfehlenswert. Ein paar Trommeln sind hier da und alles mögliche von Valentin. Also wer wirklich sich mal es leisten kann, kommt hier mal für ein paar Stunden und schaut sich hier die Sachen an. Es hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich war das letzte Mal vor 2-3 Jahren hier. Also ein bisschen was haben sie wieder geändert. Das Café ist unter einer neuen Chefin. Die schauen wir uns jetzt auch gleich an. Das war früher die Petra Perle. Die ist nicht mehr da. Ja, da schauen wir jetzt einfach mal hoch. Und wie gesagt, es rentiert sich wirklich, hier sich ein paar Valentin-Sachen anzuschauen. Auch über den Kopfhörer. Ja, dann schauen wir mal hoch und genehmigen uns einen Kaffee und einen Kuchen. Ja, das müssen wir hier schnell noch zeigen. Wer weiß, wie lange es das noch gibt. Das ist eine geschmolzene Schneeplastik. Also man darf es nicht berühren, aber echt. Und da die Luftfeuchtigkeit hier in den Räumen sehr hoch ist, ist diese geschmolzene Schneeplastik auch noch nicht verdunstet. Da ist noch ein echter Marmorkuchen da. Wie alt der ist, weiß natürlich keiner. Ja, und hier gibt es sogar Kuchen. Und da werden wir uns einen von den 3 Kuchen werden wir uns schnappen. Ja, und hier ist scheinbar, hier ist der Teufel. Wir haben da mal drauf gedrückt oder sowas ähnliches. Das könnte der Teufel sein. Und was wir hier sehen, das ist jetzt die mumifizierte Leiche von einem Maurer, der hier daran gearbeitet hat,
das Gebäude aufzubauen und irgendwie ist er nicht mehr rausgekommen. Ja, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt hier im Panoptikum, hier im Valentinsmuseum. Ich glaube, das kennt ja jeder, braucht man eigentlich nicht zeigen. Ich war natürlich schon 100 Mal hier, aber jetzt bin ich gerade unterwegs und gehe ins Café, um mir irgendeinen Kaffee und einen Kuchen zu leisten und laufe hier noch einmal durch. Also wer es nicht kennt, es ist für jeden ein Erlebnis. Valentinmuseum ist genial. Es sind ja ein paar Sachen da mit Kopfhörern. Da kann man den Valentin noch im Original hören. Man sieht auch hier noch ein paar Schwarz-Weiß-Videos. Also Valentinmuseum ist wirklich empfehlenswert. Ein paar Trommeln sind hier da. Und alles Mögliche vom Valentin. Also wer wirklich sich mal es leisten kann, kommt hier mal für ein paar Stunden und schaut sich hier die Sachen an. Es hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich war das letzte Mal vor 2-3 Jahren hier. Also ein bisschen was haben sie wieder geändert. Das Café ist unter einer neuen Chefin, die schauen wir uns jetzt auch gleich an. Das war früher die Petra Perle, die ist nicht mehr da. Ja, da schauen wir jetzt einfach mal hoch. Und wie gesagt, es rentiert sich wirklich, hier sich ein paar Valentin-Sachen anzuschauen. Auch über den Kopfhörer. Ja, dann schauen wir mal hoch und genehmigen uns einen Kaffee und einen Kuchen. Ja, das müssen wir hier schnell noch zeigen. Wer weiß, wie lange es das noch gibt. Das ist eine geschmolzene Schneeplastik. Also man darf es nicht berühren, aber echt. Und da die Luftfeuchtigkeit hier in den Räumen sehr hoch ist, ist diese geschmolzene Schneeplastik auch noch nicht verdunstet. Da ist noch ein echter Marmorkuchen da. Wie alt der ist, weiß natürlich keiner. Ja, und hier gibt es sogar Kuchen. Und da werden wir uns einen von den 3 Kuchen schnappen.